Gut, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. Wie gesagt, das Spiel hat es mir immer noch angetan. Und wir waren ja gestern dabei, dem Mädchen das Kleid zu bringen. Beziehungsweise Stoff für neue Kleider. Die müssen ja nicht rumlaufen wie Lumpen. Clive. Entschuldige, dass ich dir Umstände gemacht habe. Aber meine Bestellung hast du, oder? Keine Sorge. Hier ist sie. Ich glaube, du wirst mehr als zufrieden mit den Stoffen sein. Mal sehen. Ein ballenrotes Leinen, ein ballenblaues. Huch, ich erinnere mich nicht, Samt oder Seide bestellt zu haben. Oder ist das Goldstickerei? Gütige Gwigor. Ich hoffe, diese Händlerin erwartet nicht, dass ich das alles bezahle. Du kannst ganz beruhigt sein, Hortense. Das waren Geschenke. Zum Dank für einen Gefallen. Ich kann sie natürlich auch zurückbringen. Oh, ich... nur nichts überstürzen, Clive. Ich werde schon irgendwas damit anfangen können. Da fällt mir ein, welcher von den dreien gefällt dir denn am besten? Hm? Ich weiß nicht. Ich mag. Oh, der rote Samt wäre natürlich. Oh, das ist schwierig. Ich persönlich, ja, schwarze Leinen ist ganz okay, aber Leinen, na. Man hört kaum was von dem Game. Ja, Sekunde. Man hört kaum was von dem Game, das ist interessant. Aber warum auf einmal? Ich habe bei den Soundeinstellungen zu gestern nichts nichts umgestellt. Machen wir die weiße Seide. Glaube ich. Dann gebe ich Ihnen am besten Jill. Wusstest du eigentlich, dass sie eine ziemlich gute Schneiderin ist? Zumindest weiß ich, dass sie als Kind auch Nähen gelernt hat. Als Kind? Ach richtig, ihr beide seid ja zusammen in Rosalied aufgewachsen, oder? Nicht unbedingt zusammen, aber nachdem mein Vater die Rebellion in den nördlichen Gebieten niedergeschlagen hatte, kam Jill zu uns an den Hof, um ihren Vater Silbermähne zur Einhaltung der Verträge zu zwingen. Dann ist sie eine waschechte Prinzessin, nicht wahr? Das habe ich gleich erkannt. Manche Leute haben einfach so eine Ausstrahlung. Hier gibt's aber nicht viele davon. Ich würde ihr gern etwas nähen, das besser zu ihrer Stellung passt, aber... Sie würde ja doch nur ablehnen, wie immer. Mir sagen, dass ich den Stoff lieber für die Kinder benutzen soll. Bitte nimm es dir nicht zu Herzen. Die Jill das ist einfach letzte so. Kleid, das du ihr genäht hast, scheint sie jedenfalls sehr zu mögen. Das trägt sie ja wirklich ständig. Vielleicht näht sie sich selbst etwas Neues aus deinem Geschenk. Ablehnen wird sie es sicher nicht. Das würde mich so freuen. Auftrag abgeschlossen und willkommen, Justin. Ja, der Kai ist gerade noch was am Kochen. Das bedeutet, er kann gerade nicht. Und daher habe ich gesagt, fange ich mal mit Final Fantasy 16 an und gucken wir mal, wo uns denn der Abend hinführt. Weil ich auch mal wieder Lust hätte, ein bisschen weiter zu spielen mit Dingsbums. 7 Days. Und je nachdem, wie lange wir wirklich machen. Sie hat gesagt, dass sie unsere neuen Kleider aus Leinen macht. Nicht aus Sacktuch? Ich hatte noch nie ein Leinenkleid. Das ist doch schön. Naja, vielleicht mache ich in einem... Ja, Hogwarts Legacy würde ich eigentlich auch gerne mal weitermachen. Aber müsste ich auch mal wieder hochladen. Kaskade ist in letzter Zeit nicht mehr in Gardimir gesehen worden. Was haben wir denn hier? Coupeau? Ups. Du. Ratzenteufel. Hügel von Eastpool. Bergen Rosarias. Sümpfen und Marthas Rast. Ja, ich weiß nicht.
Wollen wir dieses Monster Hunting weiterführen oder mit der Dingsbums weitermachen? Mit der Hauptquest? Mehr kann ich leider nicht tun. Schone dich jetzt. Und achte in Zukunft bitte besser auf dich. Danke. Ich versuch's. Es ist der Fluch. Sie braucht jetzt Ruhe. Sag mir bitte, wenn es dir zu viel wird. Die Schmerzen. Schmerz ertrage ich. Das solltest du aber nicht. Nicht mehr. Das hier ist nicht nur dein Kampf, Clive. Es ist unserer. Wir alle sehen, wie hart du kämpfst. Und wir wollen es dir gleich tun. Oder willst du lieber, dass wir dich die Welt im Alleingang retten lassen? Ich hoffe, die Kategorie etc. stimmte. Es ist nur... Verzeih mir. Da platzt bestimmt irgendeiner rein. Es war so klar. Wo bist du? Es war so klar. Hier drin. Was ist los? Rosalith wird angegriffen. Was? Was? Was passiert? Das ist nicht das dalmekische Heer, von dem wir hier sprechen. Das ist die steinerne Wache von Drachenfang. Hugo Kupgars Leibgarde. Sie zerlegen die ganze Stadt und versuchen ins Schloss einzudringen. Sie suchen mich. Ich fürchte ja. Der gute alte Hugo hat wohl endlich begriffen, wer hinter dem Namen Cid steckt. Dann ist das eine weitere Falle? Darauf verwette ich meinen Arsch. Und all das nur für dich, Clive. Ich gehe nach Rosalith. Soll das ein Scherz sein? Du willst genau das machen, was er sich erhofft? Jill, ich weiß nicht, warum Kupka es so auf Cid abgesehen hat. Doch solange sein Hass mich verfolgt, wird es niemals Frieden geben. Jetzt ist auch der Rest von Sturm Teil dieses sinnlosen Kriegs, um mich zu finden. Außerdem werde ich nicht tatenlos zusehen, wie er meine Heimat in Schutt und Asche legt. Ich würde mich ihn aber auch Hugo stellen. Hugo Kupka muss sterben. Er hat schon genug meiner Freunde auf dem Gewissen. Ich will nicht, dass es mehr werden. Also dann los, lasst uns ihn kalt machen. Jawohl. Ich komme auch. Schließlich stecken wir alle da drin. Also gut. Ich habe nur die Befürchtung, dass einer von denen ihr leben lassen wird. Ich hoffe nicht. Ich will sollte mit Otto reden, bevor wir aufbrechen. Wir müssen genau wissen, was uns erwartet. Tja, dann reden wir mal flotto mit Otto. Dieser Penner greift Rosalia. Rosari, Entschuldigung. Den Penner, den hauen wir auf die Fresse. Das kannst du aber glauben. Ich finde es halt schade, dass man nicht irgendwie Waffen upgraden und farmen kann. Um halt mal ordentlich mehr... Wir müssen jederzeit nach Rosalith aufbrechen können. Hast du mit Geoff gesprochen? Wir gehen nach Rosalith. Aber erst, wenn ich alle Informationen habe. Weißt du mehr? Nicht viel. Niemand hat erwartet, dass Dalmekia noch eine Front gegen Zambrek aufmacht. Erst recht nicht unsere Leute in den Provinzen. Sie haben uns alle möglichen Berichte geschickt, aber sie widersprechen sich. Vivien versucht gerade, aus den Dingern schlau zu werden. Es wäre also gut, wenn du mit ihr redest. Verstanden.
Sieh an, ein Besuch von meinem Lieblingsschüler. Also gut, wo haben wir zuletzt... Ach, das ist ja überraschend. So gut besucht sind meine Vorträge selten. Wie sagt man noch? Bisschen Bildung, schadet nie. Wir gehen nach Rosalith und stellen Kupka. Wie ist die Lage dort? Interessant. Nicht so hastig, Lord Rossfield. Ich kann mir vorstellen, dass du besorgt um deine Heimat bist. Doch um die jetzige Situation zu begreifen, musst du zunächst verstehen, wie sie zustande gekommen ist. Reden wir als erstes über Hugo Kupka selbst. Oder den Berater in wirtschaftlichen Expansionsfragen, wie sein Titel in Dalmekia lautet. In einer Republik, deren Fundament der Handel ist, gibt es kaum eine einflussreichere Position. Sie hat Kupka einen außerordentlichen Grad an Reichtum und Macht eingebracht. Nicht, dass es ihm an letzterem je gemangelt hätte. Denn als Titans Dominus ist er auch Dalmekias Sicherheitsgarantie. Ein Trumpf, mit dem er seinen Einfluss weiter ausbauen konnte. Und zwar so weit, dass er es sogar geschafft hat, dem Parlament die Kontrolle über den Mutterkristall zu entreißen. Die Loyalität der Schutzgarnison von Drachenfang hat er sich mit großzügigen Summen erkauft. Sie ist nun kaum mehr als sein Privatheer. Und dieses Heer marschiert just in diesem Moment über rosarischen Boden. Wobei es sich dabei mittlerweile natürlich um Sanbrexis Territorium handelt. Doch das Kaiserreich hat gerade andere Sorgen als Rosaria, seit es sich um die Besetzung des Kristalldominiums in eine Pattsituation mit Dalmekia manövriert hat. Das heißt, alle Truppen werden gebraucht. Von den wenigen Garnisonen, die die Provinzen im Westen noch sichern, wurde daher die Hälfte mit dem Fall von Drachenhauch abgezogen. Denn die Gefahr durch die Eisernen und somit die eines Überfalls über den Seeweg war vorerst gebannt. Wirklich bewacht haben wir ja wurde gemacht. Die Küste des ehemaligen Großherzogtums also nicht. Ein Umstand, der auch Kupka nicht entging. Ohne nur einem einzigen feindlichen Schiff zu begegnen, ging er mit seinen Männern in Rosaria an Land. Alles nur für dich, Clive. Er will deinen Kopf. Seine Belagerung Rosalits dient diesem einzigen und alleinigen Zweck, um dich aufs offene Feld zu locken. Hat was, also dieses strategische Kriegsgedöns. Du meinst, Kupka ist über den Seeweg gekommen? So langsam bin ich drin im Spiel. Was ist mit Port Isolde? Ist die Stadt sicher? Ja. Den Hütern der Flamme zufolge ist sie das. Die dalmekische Flotte ist ohne einen Angriff vorbeigezogen. Allerdings nicht unbemerkt. Sobald klar wurde, dass Kupka Rosalith ansteuert, haben die Hüter sofort die Evakuierung der Menschen dort in Angriff genommen. Die Bühne für eure heldenhafte Heimkehr wird also frei sein. Dennoch wird es ein äußerst schwieriges Unterfangen, in die Hauptstadt zu gelangen. Hugos Männer sichern die Bewitt-Brücke. Alle Versuche der kaiserlichen Armee, sie ihnen zu entreißen, waren erfolglos. Warum macht man kein Zudem scheinen sie Bündnis? Aus den Fehlern Sanbrecks gelernt und entsprechende Vorkehrungen getroffen zu haben. Die Küste um Rosalith wird lückenlos von Dalmekia bewacht. Und nun sag, mein Schüler, wo denkst du, liegt die beste Route in die alte Hauptstadt? Im Norden. Wir überqueren die Grenze am Phönixtor und reisen dann durch Stillwind weiter zum Schloss. Phönixtor, Justins Lieblingsort. Doch so werden wir nicht entdeckt. Deine Ortskenntnis macht sich bemerkbar. Gute Reise. Brechen wir am besten sofort auf. Du begleitest sie? Ja, mich juckt es schon verdammt lang in den Fingern, diesen Bastard zu erwischen. Das lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Gut, wir sollten los. Jawohl. Let's go. Ich kann einfach rein hinreisen. Na, ist schwierig. Also ich finde es auf der einen Seite genial, auf der anderen Seite macht das... Oha.
Rück zum Schloss vor. Jawohl. Hugo und seine Männer waren fleißig. Die äußeren Mauern haben sie schon überwunden. Noch halten die Kaiserlichen dem Angriff stand, aber sie werden sich schon sehr bald geschlagen geben müssen. Die Schweine haben hier wirklich alles platt gemacht. Fast so, als ob sie die Stadt ausradieren wollten. Nur ein Mittel zum Zweck. All das für einen Mann? Das kann es doch nicht wert sein. Wenn ihr euch geschickt anstellt, dann solltet ihr euch unentdeckt bis zum Schloss durchschlagen können. Ich werde noch ein paar Leute aufgabeln, die nicht mehr rechtzeitig rausgekommen sind. Gib Acht. Ebenso. Macht mir keine Dummheiten. Das machen wir nicht, Sid. Gav, Entschuldigung. Ich hab Schlimmes geahnt, aber... Ich weiß, es ist ein Albtraum. Unser Zuhause... Komm, Clive. Wir müssen weiter. Ein Dolch durchs Herz. Das ist keine Invasion. Das ist ein Massaker. Kupka macht vor nichts Halt. Nichts. Die Frage ist, wo müssen wir lang? Durch das Tor. Schutzmagie. Alle Gegner wirken Magie des was? Portes? Es ist Mörder! Für eure Verbrechen werdet ihr bezahlen. Die haben wir schnell platt gemacht. Achso, das war das Knie. Ich dachte, die hätten da eine Schwangere getötet. Ja, man kann es übertreiben. Wen haben wir denn da? Meine Herren? Ihr seid doch eh nur Vasallen. Niemand ist. Yeah!
Komm schon, wirklich. Erledigt sie! Zum Angriff! Warte mal, ich will mal was gucken. Fokus, Zielfixierung. Kann ich jetzt nicht ein bisschen. Los aus dem Weg! Auf einmal unverwundbar. What the heck? Okay, ja, dann ist es halt so. Böse Hunde. Das waren böse Hundis. Auch wenn sie nichts dafür können. So, Entschuldigung. Was zum Geier? Alter, was geht mit dem ab? Yeah!
richtig ohne Damage. Ohne die Fähigkeiten machen wir nicht richtig viel Damage, ne? Hat sich aber, glaube ich, gelohnt. Ich wollte ja das hier freischalten. Gewitter nehme ich. Ich will den einsetzen. Oh, ich hab so Bock drauf. Wo geht's weiter? Und da kamen wir. Also müssen wir hier lang. Seid ihr denn auch im Game drin, so wie ich? Heiltränke habe ich jetzt nicht so viele. Gut, habe jetzt wieder einen gekriegt. Der Geächtete verschwindet aus meiner Stadt! Okay, ich mag meine Skills. Ich mag all meine Skills. Also normal springen? Na doch, es geht mittlerweile. Dann hat es ein Ende. Ja, hoffe ich. Inventar voll. Trank automatisch verwendet. Ja, bringt mir halt nichts, ne? Bei Elden Ring wäre schon fünfmal gestorben. So, ein Schloss zu betreten ist... Das mit den Schutzdingern wird langsam echt nervig, ne? Löst die Kette! Mermaid Fantasy, what? Achtung, Curl! Melone, Kirsche, Drachen. Oha! Das miese Kätzchen machen wir platt! Was glaubst du? Vorsicht, Hundi. Seine Kräfte.
Hält aber gut was aus, das Miezekätzchen. Der will doch nur gekrault werden. Der Kampf hat Spaß gemacht. Ich finde es aber komisch, dass ich die Kämpfe nicht so ein bisschen schwieriger machen kann. Ich finde, bis auf die Drachenkämpfe geht das alles ein bisschen zu leicht. Jill! Hab ich dich, Sid? Oder sollte ich sagen, Lord Rosfield? Ich habe eine halbe Ewigkeit nach dir gesucht. Lass sie gehen, Kupka. Schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Für den Anlass habe ich keine Mühen gescheut. Lass sie chill gehen, du Wichser. Ich hoffe, dir gefällt die Kulisse. Bastard. Wirklich bedauerlich, dass dein Vorgänger nicht hier ist. Doch wir werden sicher auch unseren Spaß zusammen haben. Sachte, mein Schneeflöckchen. Du willst doch nicht schmelzen, bevor dein Auftritt beginnt. Dieser Hurensohn. Scheiße. Dieser feige Lappen. Nun, auf zu den Feierlichkeiten. Ist ja hervorragend gelaufen. Ich glaube, jetzt liegt's an mir. Dieser Hure. Dieser Hurensohn. Welcher Kopf soll rollen? Deiner. Du, hol die Gefangene. Wenn wir jetzt zusehen müssen, wie Jill geköpft wird. Na, wer sich mit Geächteten einlässt, verdient es nicht anders. Hätte sie sich mal mit mir eingelassen. Befehl von Lord Kupka. Du darfst zusehen, wie deine Freundin hingerichtet wird. So eine Verschwendung.
Gav! Kristallfesseln sind schwer zu knacken, weißt du? Aber keine Sorge, ich krieg die schon auf. Wo ist Jill? Im Innenhof. Scheiße. Sekunde. Machen wir schnell. Die Kaiserlichen haben zum Rückzug geblasen und sind schon weg. Aber es wimmelt hier noch von Kupcast-Männern. Überlass sie mir. Ich schleich mich nach oben und komm dann von hinten. Beeil dich, ja? Ach. Fast vergessen. Halt durch, Jill. Ich komme. Ich muss sofort in den Hof. Auf jeden Fall. Dieser Bastard, wenn Jill jetzt stirbt. Gav ist super. Ich erinnere mich, glaube ich, hier. Ich lasse sie nicht sterben. Denn falls nicht, sind wir geliefert. Und die ist ready. Los. Was ein besonderer Hund. What the heck? Verdammter Wolf! Was ist das für ein Hund? Torgal! Oh mein Gott, Justin, siehst du das? Jill, kannst du stehen? Wie cool ist der Wolf denn? Komm schon, Lord Rossfield! Ich hab dir doch nicht etwa den Appetit verdorben. Schluss damit! Ja, es wird Zeit, den nächsten Gang aufzutischen. Mal sehen, wie er dir schmeckt. Alter, was ein Wolf. Danke, Gav. Haltet durch. Wir kommen hier raus. Und Torgal, danke. Sag mal, seit wann kann Torgal denn dieses Kunststückchen? Alter, erst kämpfen wir. Ich zähl auf dich, Torgal. Der Hund ist ja mal geil. Verdammt nochmal, wo kommen die jetzt auf einmal her? Hältst du noch durch? Ich versuch's. Yeah!
So einen Wolf hätte ich auch gerne an meiner Seite. Es hätte Vigil fast selbst abgestochen. Ihr seid ja immer noch nicht tot. Wunderbar. Dann gehört Lord Kupkas Belohnung also uns. Ihr sollt selbst kämpfen. Die Typen sehen nach Ärger aus. Schaffen wir auch noch. Alter, dieser Dampf, ne? Alter, wie der schreit. Geschafft. Fürs Erste. Ich wette, das waren nicht die Letzten. Die werden nicht aufhören, uns zu jagen, bis Kupka stirbt. Also geh da rein und bring es zu Ende, ja? Geh. Wenn noch mehr kommen, halten wir sie auf. In Ordnung. Seid vorsichtig. Normalerweise müsste ich jetzt warten. Oh ne, ist alles ready, okay. So, Fähigkeiten, das ist maximiert. Was ist das? Limitrausch. Okay. So, ich verspreche dir, Sid. Er stirbt durch meine Hand. Das machen wir. Den Wichser machen wir platt. Das wird wahrscheinlich wieder so ein Esper-Kampf. Ich fände es cool, wenn die mal, wenn wir mal langsam in die Richtung kommen könnten. Schick erst seine Männer vor, feiger Rattensau. Kupka. Du kommst spät. Probleme gehabt? Keine, die nicht lösbar gewesen sind. Das freut mich. Und nun bist du hier, um diesen Thron zu verteidigen, Lord Rossfield? Das Großherzogtum Rosaria. Ein Reich ohne Herrscher, ohne Armee, sogar ohne Volk. Ein buchstäbliches Reich aus Staub. Ein Thron? Brüchiger Stuhl, sollte ich sagen. Nein! Das ist ein Thron, den kann man theoretisch wieder aufbauen. Schluss mit den Spielchen, Kupka! Was zur Hölle willst du? Sids Kopf auf einem Tablett. Stell dir meine Enttäuschung vor, als ich erfahren habe, dass ich ihn nicht töten kann. Und meine Erleichterung, als du seinen verfluchten Namen angenommen hast.
dieses Monster hat Benedikta ermordet und ihre Leiche geschändet. Wer sein verfluchtes Erbe antritt, wird auch für seine Verbrechen büßen. Die einzigen Verbrechen, für die ich büße, sind meine. Sid war derjenige, der versucht hat, sie zu retten. Aber dafür war es schon längst zu spät. Also habe ich es zu Ende gebracht. Ich habe sie getötet, Hugo. Du hast... Du? Wirklich? Du hast sie getötet? Richtig. Du hast ihr die Fähigkeit genommen, aber getötet. Eine Fügung des Schicksals. Jetzt ist er komplett geistig fertig. Ich habe höchstens noch darauf gehofft, auch ihm einen geliebten Menschen zu nehmen, ihm das Gleiche anzutun. Doch es ist noch so viel mehr. Wahre Rache wurde mir gewährt. Wir hatten einen Traum. Ich würde zum König der Welt. Sie, meine Königin. Und zusammen würden wir herrschen wie wahre Götter. Du hast diesen Traum zerstört, alles ruiniert. Büßen, und zwar mit dem Tod. Ich reiß dich in zwei mit meinen bloßen Händen. Versuchst du Lappen. Und was denkst du? Wie viele du getötet hast? Wie viele Träume hast du ausgelöscht? Du bist nicht der Einzige, dessen ganze Welt in die Brüche gegangen ist. Du kriegst kein Mitleid von mir, Kupka. Kein Mitleid und keine Gnade. Jetzt sterb! Au! Hier und jetzt erfährst du, was denen geschieht, die es wagen, mich zu stören. Warte nicht erst. Obwohl, ja. Wir haben immer noch angeschlagen.
hört sich an wie ein Schwulporno, ey. Das würden die. Würden die im Bett liegen. Entschuldigung. Das Schicksal hat entschieden. Ich bin in meinem Element. Es gibt keinen Kopf. Das war knapp.
Meine Hände! Meine Hände! Sei verflucht! Stimmt, wir nehmen die Szene in uns auf. Ich töte dich! Ich töte dich! Ich töte dich! Junge, du hast keine Hände mehr. So viel Aufregung ist ungesund. Warte! Ein andermal, Mythos. Hi, Yuna. Waren das alle? Wir haben einen neuen Hund. Ich denke schon. Valuta Abschaum. Wer hat die bitte eingeladen? Aber heute gab's ja noch eine viel größere Überraschung. Wo hast du das denn gelernt, Torgal? Du sagst es nicht? Wie du meinst. Geff. Suchen wir Clive. Der wollte unserer Jill echt den Kopf abschneiden. Ja. Ihr habt ihn übersehen. Wir haben uns Sorgen gemacht. Ich mir auch. Wie geht's? Wie steht's, Yuna? Ich hoffe, dir geht's gut. Hab dich länger nicht mehr gesehen. So. Ich war so nah dran. Ohne meine verdammte Gabe wäre er mir nicht entkommen. Ich bin froh, dass du überhaupt noch lebst. Wann sind die Valuta aufgetaucht? Oh, mir geht's auch ganz gut. Diese Woche noch frei. Nächste Woche dann einen neuen Job. Gerade als wir mit Kupkas Trupp fertig waren, da kam Odins. Waren aber kein Problem für uns. Ach nein? Hättest du mal den bei Kupka gesehen. Also sind sie gekommen, um ihn zu retten? Keinen blassen Dunst, was sich hier abspielt, aber während wir uns das Hirn zermartern, geht uns der Bastard mal wieder durch die Lappen. Wie geht's jetzt weiter? Ich habe relativ viel Harvest Moon gespielt. Nebenher. Ich habe Montag meinen Arbeitsvertrag erstmal abgeholt. Erstmal zurück zum Versteck. Ich bin erledigt. Und du siehst auch geschafft aus. Und alles, was Jill erlebt hat. Für Kupka ist immer noch Zeit. Oder? Ja. Hast recht. Dem Rätsel deines magischen Mischlings könnten wir dann auch nachgehen. Ah, der Hund ist super. Wie geht's dir? Lass uns heimgehen. Verwandelt sich einfach mal in einen magischen Kriegswolf. Kann man mal machen. Das ist unsere Heimat. Eines Tages kehren wir zurück, wenn wir nicht sterben.
würde gerne mal wissen, wie es dem Joshua geht. Dem Phönix, der ja doch noch am Leben zu sein scheint. Und was das Ultima auf sich hat. Wir haben noch 3 Kristalle zu killen. Jetzt sieh dich doch nur an. Dein Körper macht das nicht mehr lange mit. Du hattest versprochen, besser auf dich aufzupassen. Genug mit den Ausflüchten, Jill. Oder muss ich dich ans Bett fesseln? Vielleicht will sie das ja. Nein. Ist gut. Die Esper vertilgt Jills Körper. Ich verstehe. Wieso? Keine Angst, Kev. Taya hat sie im Griff. Ja, aber im Griff hatte Kupka sie leider auch. Als er noch greifen konnte. Fragt sich nur, wo er jetzt ist. Und was die Valuta dort zu suchen hatten. Darüber habe ich auch die ganze Zeit nachgedacht. Vielleicht hat Otto etwas gehört. Ich frage ihn. Und ich rede mit Harpo. Mit Harpokrates? Worüber denn? Na, über deinen treuen Vierbeiner zum Beispiel. Wenn ein anderer Hund als Torgal sowas je gemacht hat, wird Harpo darüber gelesen haben. Ich mache mir vor allem Sorgen, was ihm passieren könnte. Ich bin ja froh, dass er unsere Ärsche gerettet hat, aber wenn er den gleichen Preis zahlt wie Jill? Ja, halt mich auf dem Laufenden. Mach ich. Du aber auch, ja? Gut. Wenn Gerf sich um den Hund kümmert, die Taja... Hör auf Taja. Um die Jill? Versprochen. Dann ist es auch schon mal gut. Dann können wir ein bisschen agieren. Ja. Wir können jetzt entweder ein bisschen Monster Hunter Jagd machen. Die Macht der Erde. Oder wir machen mit der Hauptstory weiter. Was haben wir dann noch? Der wabblige Tod. Gerüchten von einer Art lebenden, gelatartigen Masse, die im Moor und den Wiesen der Gegend unsicher machen. Gerüchte von einer Art lebender, gallenartiger Masse, die im Moor und im Winter und den Wiesen der Gegend gesehen worden sein soll. Verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch den Süden Rosarias. Von fern erscheint es nur eine Pfütze seltsamen Matsches zu sein. Doch wer oder was auch immer in seine Nähe kommt, wird von schleimigen Händen in ein klaffendes Maul gezogen. Denkt denn niemand an unsere Kinder? Oh, Kohle. Es gibt richtig Kohle, ne? Auftragsort Falkenschrei. Lass uns doch mal gucken. Was wir so haben. Ratzenteufel. Der gebrochene Griff Rosaria. Steht eine Größe Nest auf den Hügel der Nähe von Ispul gebaut. Hügel näher Ispul. So, okay, was haben wir dann? Den Troll westlich von Rayonos Ritt. Secreto. Hört sich falsch an. Westlich von Rianus Ritt. Rosaria.
So. Doch nur verlassen sie immer häufiges Hochland, jagen durch die Sümpfe von Marthas Rast nach Beute. Und ihnen gibt es ein Exemplar, das aufgrund seiner Größe wahrscheinlich als ihr Anführer anzusehen ist und die treibende Kraft in den hinter den Vorstoßen Richtung Süden. Die Kreatur muss aufgehalten werden, bevor. Okay, Marthas Rast, warte mal. Sümpfe. Marthas Rast. Süden. Ja, kommt drauf geschissen. Ich will mit der Dingsbums weitermachen. Mach ich vielleicht ein andermal. Vielleicht mal aufs Spiel oder so. Bist du beschäftigt? Wann bin ich das nicht? Wie geht es Jill? Einigermaßen. Taya sorgt dafür, dass sie sich ausruht. Gut. Gibt es irgendwas Neues zu Kupka? Vivian versucht ihn ausfindig zu machen, aber ohne zuverlässige Hinweise. Wir haben den Fluchbrechern und unserem Verbündeten im Westen Pestolas Bescheid gegeben, dass sie die Augen offen halten sollen. Bisher kam nichts, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Ist gut. Halt mich auf dem Laufenden. Da ist er ja. Hallo, Clive. Rettest du etwa immer noch die Welt? Nicht. Du bist schon zurück? Jetzt, ja. Was ist mit deinem Studium? Verschoben. Weil Kupka in Rosaria einmarschiert ist. Ganz Canva dreht deshalb am Rad. Er ist verrückt, außer Kontrolle. Wir sind die Nächsten. Wer soll über so ein Trara lernen können? Schon gut, schon gut. Ich bin ruhig. Wie lange bleibst du denn diesmal? Weiß nicht. Eine ganze Weile. Wo ich dich schon mal am Wickel hab. Kannst du mir vielleicht einen Gefallen tun? Na klar, Süße. Du kannst nicht erwarten, dass... Bitte, auch um meiner Willen. Ach, der kann der kleinen Blonden was abschlagen. Wenn wir weiter nach Kupka suchen, solltest du etwas Zeit haben. Professor, das ist ja mal eine schöne Überraschung. Sonst steckt die Nase immer in einem Wälzer. Heute auch, bis mich eine vertraute Stimme rausgelockt hat. Deine Existenz ist wirklich wie eine frische Brise, die meine mühsam gesammelten Gedanken in Sekunden durcheinander wirbelt. Das nehme ich mal als Kompliment. Clive, du hast Frau Professor gehört. Also, ich warte im Lagerraum auf dich. Hey, wo willst du hin? Von wegen frische Brise. Wohl eher ein Wirbelsturm. Ich warte im Lager auf dich. Hey, Otto, her mit den Gill. Hey, wovon redest du? Von meinem Lohn fürs Übersetzen von mit. Sie meinte, du bezahlst. Dieser Frechdachs. Dann zum Lagerraum. Mal sehen, was mit von mir will. Weiß nicht warum, aber ich finde ihn mit ganz knuffig. Solltest du dich nicht etwas ausruhen, Sid? Bist ganz schön lahm. Ich hab zu tun, Matt. Dann mach ich's kurz. Ich will den Raum da unten zu meiner Werkstatt umbauen, so wie ich früher eine hatte. Matt, du bist gerade erst zurück. Na und? Ich hab schon eine Weile dran gedacht. Paps fand, ich hätte Talent zum Tüfteln. Er hat mir alles beigebracht und mich dann sogar zum Studieren nach Canva geschickt. Er hat sich was für mich gewünscht, dass ich mein Wissen eines Tages für unser Ziel einsetze. Aber an der Schule helfe ich niemandem. Ich habe genug gelernt, Zeit, mich nützlich zu machen. Ich weiß, dass ich den Leuten hier helfen kann. Und das will ich auch. Sieh mal einer an. Sid wäre stolz auf dich. Na gut. Ich sag Otto, dass du hier bleibst. Ha, ich wusste, dass du ja sagst. Deswegen habe ich eine Liste mit Aufgaben für dich. Für mich? Oh,
Das Mädchen ist anstrengend. Bleib bei der Jill, Clive. Und was kann ich für dich tun? Ich weiß nur, die junge Torte kann reizend sein, aber... Hier sind Pläne für ein paar Werkzeuge und Rohstoffe für die Herstellung. Wie bedeutet das Arbeit? Das andere Zeug kann ich verarbeiten. Ich brauche nur einen Wohltäter, der es für mich besorgt. Außer das Holz. Dafür brauche ich einen Schreiner. Aber ich leih mir deinen. Sonst noch Wünsche? Keine. Ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Wo fange ich an? Material und Werkzeug. Auf zu Charon und Schledorn. Dieser kleine Wildfang. Na gut, wollen wir mal gucken, ob wir was für die Kleine besorgen können. Werde ich jetzt irgendwie zwischendurch als ruhige Lang? Die Racker stellen schon wieder mit irgendwelchen Rennquests zu machen. Jill war kreidebleich, als sie zurückkam. Ja, die hat auch einiges mitgemacht. Hab mich gewundert, wo du steckst. Mit ist zurück aus Canva. Warst du bei ihr? Vorhin. Sie will eine Werkstatt im Lagerraum einrichten und hat mich um etwas Material gebeten. Hier ist die Liste. Der Clive lässt sich ganz schön herumkommandieren. Denkst du, du kannst das alles besorgen? Mehr nicht. Das bisschen besorge ich dir doch sofort. Das hört sich falsch an. Die Bezahlung... Das hört sich auch so falsch an. Dieses Mädel hat schon so viel für uns geleistet. Ohne ihre Filter gäbe es hier nichts als fauliges Wasser zu trinken. Und das hätte uns schon vor langer Zeit erledigt. Da hast du recht. Ich leite alles an mit weiter, wenn es da ist. Danke, Charon. Das Mädel hat so... Gut, wenn es für die Wasserversorgung zuständig ist... Dann nehme ich alles zurück. Schledorn, beschäftigt? Wonach sieht's denn aus? Ich habe einen Auftrag für dich. Von Mit. Sie braucht ein paar Werkzeuge. Kannst du die schmieden? Meine Güte. Was will sie denn damit bauen? Ein Luftschiff? Ich tue, was ich kann. Sag ihr, ich werde sie ihr bringen. Ja, irgendwann. Danke. Irgendwann. Von uns beiden natürlich. Fehlt nur noch der Schreiner. Ich red mal mit Bardolf. So. Ja, ich habe so das Gefühl, so diese... Stimmt, Justin war ja derjenige, der diese geilen Drachenkämpfe mag. Hatte ja mit dir nichts zu tun, Juna Leiner. Aber ich habe so das Gefühl, da könnten noch ein paar auf uns zukommen. Jo. Ich weiß nicht, wie der Kai so aktuell aufgestellt ist, weil eigentlich wollte ich noch eine Runde Seven Days spielen. Kann einfach Schmieröl vertragen. Das sollte fürs Erste rein. Na, Sid, wie geht's? Bardolf? Mit will sich hier eine Werkstatt einrichten und braucht die Hilfe eines guten Schreiners. Und da wärst du die erste Wahl. Ich würde der jungen Dame gerne zur Hand gehen. Aber leider habe ich im Moment alle Hände voll zu tun mit Reparaturen. Zu viele Löcher, die gestopft werden wollen, damit uns der Laden hier nicht unterm Hintern absäuft. So gern ich ihr auch dabei helfen würde, ich habe einfach keine Zeit für noch mehr Arbeit. Ach, verstehe. Muss ja nicht unbedingt ich sein, oder? Wie wär's mit,
Weißt schon, der arbeitet bei Marthas Rast. Burnett, oder? Ach, stimmt. Er hat uns früher schon geholfen. Mal sehen, ob Martha ihn entbehren kann. Danke, Bardolf. Selbstverständlich. So, gib dich zu Marthas Rast. Das machen wir doch gerne. Es ist zwar, ich sag's mal so, es ist zwar einigermaßen schön, so von der Story her, dass diese Kleinigkeiten. Aber es ist jetzt auch nicht unbedingt gefühlt so notwendig. Ah, Clive, was führt dich denn zur Rast? Unser Heim bräuchte Hilfe von einem guten Schreiner. Könnte ich vielleicht Bernard für eine Weile ausleihen? Wenn er nichts dagegen hat. Eine Hand wäscht die andere. Danke, Martha. Wo finde ich ihn denn? Er hat wohl oben in Cressida zu tun. Aber keine Ahnung was. Ist ja verlassen. Soweit ich weiß, ist er noch dort. Dann suche ich ihn mal. Hier gibt's doch was zu lesen. Bleib wachsam. Wir wissen nicht. Gut, dann muss ich nach oben. Du hast den letzten Stream hast du nicht mitbekommen, ne? Bring mir auch das Kämpfen. Also die Frage ging jetzt erstmal an dich, Jona. Wir können auf Chocobos reiten. Ich habe so das Gefühl, der Typ ist relativ gut mit Tieren. Ich wollte fragen, ob du die Streams beim letzten Mal auch mitbekommen hast oder nicht. Ist mein Mikrofon zu leise? Wir sind nämlich gestern gut ein Stück vorangekommen. Ja, der Typ ist gut mit Tieren, muss ich sagen. Ah, das ist ja mein Lebensretter. Was führt dich denn hierher? Du, Bernard. Martha meinte, du seist wohl hier. Ich habe eine Bitte an dich. Ach, wirklich? Super. Eine Werkstatt bauen. Allemal interessanter als Brücken zu reparieren. Und wenn Martha mich für eine Weile entbehren kann, warum nicht? Sag mir nur, wo ich hin muss. Gestern den habe ich mitbekommen, hatte aber keine Zeit und manchmal spielt Twitch und sagt, hör zur Benachrichtigung. Was denn? Ja, das kenne ich. Das da ist Cressida, meine Heimat und die letzte Ruhestätte meiner geliebten Eltern. Ich wollte sie mal wieder besuchen, hab sogar die Brücke gepflegt, um rüberzukommen. Aber dann war das ganze Dorf voller Bestien. Justin ist bei mir im Discord. Du hast doch ganz schön viel Erfahrung im Umgang mit solchen Viechern, oder? Könntest du nicht vielleicht? Kein Problem. Versteht sich doch von selbst. Oh, ich danke dir. Sei vorsichtig. Die Marme platt. Es war mir aber klar, dass wir wieder irgendwas machen müssen. So. Also der Justin kriegt von mir im Discord immer Bescheid gegeben. Das haben wir gleich. Das
gar nicht, ob du Discord überhaupt hast. Ich meine, ich könnte mal wieder eine Einladung reinschreiben. Meinen Hund anzugreifen, du olle Schrapnelle. Au! Jo, die, ja. Ja. Ups. Hä, warum hat er das jetzt nicht gemacht? Sekunde. Jetzt. Die war doch extrem krasser als gedacht. Das hat ja nicht lang gedauert. Danke, Junge. Jetzt können meine Eltern wieder in Frieden ruhen. Wann wurde das Dorf denn aufgegeben? Nach dem Fall von Rosaria sind die Leute allmählich weg. Die Fäule und Kaiserliche, das hält niemand aus. Ja, verstehe ich. Die müssen vor etwa 10 Jahren gegangen sein. Es könnten aber auch 100 sein, wie es hier aussieht. Ich erkenne kaum was wieder. Ist aber trotzdem relativ saftig grün und so ein Kram, ne? Also es wundert mich gerade so ein bisschen. Ach, nicht doch. Es war schön, aber vergangen ist vergangen. Ich spreche nur noch ein Gebet für meine Familie. Dann komme ich zu euch. Wir sehen uns. So, dann hat die kleine Blonde auch ihren Handwerker. Das wäre alles auf Mits Liste. So, kleine Midi. Stellen schon wieder Unfug an. Ja, die Twitch-Benachrichtigung ist irgendwie ganz komisch. Kann ich auch gar nicht sagen, warum oder was da jetzt das Problem ist. Solltest du dich nicht etwas ausruhen, Sid? Hallo, Clive. Ist alles erledigt? Ist es. Ich habe dein Material bestellt und ein Schreiner mit Namen Bernard ist auf dem Weg hierher. Das ist spitze. Danke, Clive. Brauchst du sonst noch irgendwas? Nö. Schledon und Tante Karin haben mir schon alles besorgt und mein Bauplan ist auch fertig. Sobald Bernard da ist, kann's losgehen. Kann's kaum abwarten. Das ist schön.
So. Das wäre meine gute Tat für heute. Mal sehen, wie es Jill geht. Ist es schon ein wenig prekär. Ah, Clive. Taya. Wie geht's Jill? Schon besser, aber sie braucht immer noch Ruhe. Natürlich. Kümmer dich gut um sie, ja? Ich gebe mir Mühe. Der Angriff von diesem Penner hat verhindert, dass ich Clive und Jill endlich mal küssen. Im Archiv? Ach, Gav. Ach so, ja, wegen dem Hund. Er wollte Hippokrates wegen Torgal fragen. Er hat wohl was erfahren. Wegen unserem Dogo. Sag mal, weißt du, warum alle so aufgeregt sind? Dann wollen wir mal. Oh, warum kriege ich schon wieder Hunger? Na gut, ist auch schon 6 Uhr. Joa, was sagt denn die... Was sagt denn meine Aufnahme? Ja, 1,5 Stunden hier für die YouTube-Aufnahme. Reicht das?